Wer ist klein und doch ganz groß? Wuschel. Wo ist immer etwas los? Wuschel. Mit wem zittern wir und bangen, kommt er in Gefahr? Mit wem freuen wir uns und lachen durch das ganze Jahr? Mit Wuschel, mit Wuschel, mit Wuschel. Fallen im Herbst im Wald die Blätter, lernt der Puschel fliegen. Und ist draußen Winterwetter, bleibt der Puschel liegen. So geht schnell die Zeit vorbei, heute Dezember, morgen Mai. Denn es hält der Puschel brav einen langen Winterschlaf. Eichhornpuschel mit dem roten Schwanz und den vielen flinken Pfoten. Du bist klein und doch ganz groß, immer ist bei dir was los. Abenteuer ohne Zahl, eines sehen wir dieses Mal. Das kleine Eichhörnchen Puschel ist zum zweiten Mal weiser geworden. Bei einem Großbrand ist der Bauernhof, auf dem er bis jetzt gelebt hat, in Rauch und Flammen aufgegangen. Und das Feuer hat ihn auch von seiner Ziehmutter, einer lieben und fürsorglichen Katzenmama, getrennt. Und nun nahmen die Schrecken kein Ende. Puschel fand sich in einem großen Wald wieder, wo er noch nie zuvor gewesen war, in den er aber eigentlich gehörte. Nur das wollte er eben nicht glauben. Ach was, meine Mutter ist eine tapfere Katze. Ich habe überhaupt keine Angst. Tu mir nichts, ich tu dir auch nichts. Habe ich mich erschrocken? Geh weg, du! Geh weg! Oh, das hat aber wehgetan. Es wird ja auf einmal so dunkel. Komisch, ich kann wirklich gar nichts mehr sehen. Oh, da ist ja ein Licht, da wird vielleicht auch ein Haus sein. Jetzt ist es weg. Na sowas, wie kommt das? Was soll denn das? Kommst du schon wieder? Miau! 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 Holla, holla, was fällt dir ein? Was machst du? Ich bin schließlich ein Uhu. Ein Uhu, sagst du? Uhu. Guten Abend, Onkel Uhu. Wie war das? Hast du denn keine Angst vor mir? Hm? Nein, warum? Na, du bist ja gut. Immerhin habe ich versucht, dich zu fressen. Was, du willst mich fressen? Ja, du scheinst mir ein ganz leckerer Bissen zu sein. Du beschwindelst mich, ja. Unsinn, alle Uhus fressen Eichhörnchen. Und für mich sind sie das Beste, was ich mir vorstellen kann. Eichhörnchen? Bin ich denn wirklich ein Eichhörnchen? Also, wenn ich so darüber nachdenke, ich halte dich sehr wohl für ein Eichhörnchen. Verstehe, dann bin ich tatsächlich ein Eichkater. Aber alle Eichhörnchen schreien um Hilfe und laufen weg, wenn sie mich sehen. Warum läufst du nicht davon? Hm? Das ist ganz einfach, weil ich mich alleine fürchte. Könnte ich denn nicht bei dir bleiben? Wenn ich so drüber nachdenke, du bist ein sehr merkwürdiges Eichhörnchen. Du denkst ziemlich viel, stimmt's, Onkel Uhu? Ja, das mag sein. Ich war schon immer ein sehr nachdenklicher Vogel. So, so.
Weißt du, was ich eben denke? Dass du wahrscheinlich nicht in diesem Wald wohnst. Da hast du richtig gedacht. Ich bin noch gar nicht lange hier. Ich bin müde und ich muss mir noch einen Schlafplatz suchen. Wo bist du denn bis jetzt gewesen, hä? Ich denke gerade, wenn ich dir das erzähle, darf ich dann die Nacht über bei dir bleiben? Na gut, von mir aus, dann komm eben mit, Kleiner. Ja, so ist das. Ah ja, verstehe, du hast ja schon eine Menge mitgemacht, stimmt's? Das ist nicht so schlimm, Hauptsache, dass ich dich getroffen habe. Nun ja, ich denke, dass du... Oh nein, lass uns bitte morgen weiterdenken. Ich bin müde, ich schlafe ja schon. Und du hast gar keine Angst, dass ich dich fressen könnte, während du schläfst? Nein, nein, damit willst du mir bloß Angst machen. Hm. Du machst mir Spaß. Denk nur nicht, dass jeder so nett ist wie ich. Im Grunde ist der Wald ein schrecklicher Ort und es gibt hier viele, die es auf Eichhörnchen abgesehen haben. Ja? Da liegt nun dieser köstliche Happen und ich kann ihn nicht verspeisen. Für wahr eine ganz schön vertrackte Situation. Wenn ich so denke, ach, ich weiß nicht, was ich denken soll. Mann. Allmählich zweifle ich schon, dass es ein Eichhörnchen ist. Aufgewacht, Onkel U, es ist Zeit. Hui, der schnarcht. Du bist ein Langschläfer, was? Na gut, schlaf weiter. Ich gehe und vielen Dank, dass ich hier bleiben durfte. Es war sehr lieb von dir. Guten Morgen, ihr alle. Ich bin Puschel. Habt ihr alle gut geschlafen? Also hier gefällt's mir wirklich gut. Jetzt knurrt aber der Magen. Gibt's hier nirgends was zu essen? Hilfe! 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 Oh nein, hilf mir, hilf mir! Es ist denn hier! Was ist denn überhaupt los? Oh nein, es ist furchtbar! Er sagt mir nicht, was ist! So, jetzt sag mir erstmal, was so furchtbar ist. Wie bitte? Ich möchte gerne wissen, warum du wegrennst und schreist. Was? Aber du bist doch mitgerannt. Ja, aber nur weil du gerannt bist. Es ist wegen dem Fuchs. Ein Fuchs ist hinter mir her. Ein Fuchs? Ja, wir müssen ihn unbedingt entwiffen. Ja, wenn ich sowas höre vor einem Fuchs, muss man doch nicht weglaufen. Fürchtest du dich denn nicht vor dem Fuchs? Aber nicht die Spur. Heißt das, dass du mit ihm fertig bist? Ja, sicher. Was glaubst du denn? Da habe ich ja Glück. Du musst mir nur sagen, wie ein Fuchs aussieht. Wie ein... Das weißt du nicht. Ich habe noch nie einen gesehen. Ach. Davon kommt er angeschlichen. So sieht ein Fuchs aus. Jetzt los, du hast doch gesagt, dass du mit ihm fertig wirst. Fang an, schnell. Schon, aber ich wusste ja nicht. Lass uns lieber weglaufen, komm! Halt, halt, wart auf mich! Noch 2 Minuten, dann hat er uns. Nein, hör zu, ich habe eine Idee. Hallo, hier bin ich. Wo bist du? Komm doch her. Hier bin ich, Herr Fuchs, hier.
ist einer. Und da ist einer. Eigenartig. Ich bin hier, wo bist du? Hier bin ich. Wo ist er? Wieder nach Hause gegangen. Oh, das hast du toll gemacht, ehrlich. Ich hab dir doch gleich gesagt, dass ich mit ihm fertig werde. Ja, ja. Du? Ja? Sag mal, wer bist du eigentlich? Ich bin Puschel. Und du? Ich heiße Clay. Ach ja. Und du bist ein Eichhörnchen, stimmt's? Ja, sicher. Natürlich bin ich eins. Aber was ist denn daran so Besonderes? Du bist doch selbst eins. Meinst du, ja? Weißt du was? Ich werde dich mit den anderen Eichhörnchen bekannt machen. Sie sind fast alle mit mir verwandt. Und wo sind sie? Na, hier im Wald. Und wie sind sie, hä? Sie sind alle furchtbar nett. Sie werden sich sicher über deinen Besuch freuen. Komm nur mit. Na gut. Ja, hinterher. Nanu, wer kommt da unten? Ach, es ist Klee, aber da kommt noch jemand mit. Oh, ein Fuchs. Der findet bestimmt unser Versteck, wenn er den beiden folgt. Hier da unten, ein Fuchs kommt. Ein Fuchs findet mich. Tante Lilli, bist du da? Ach, du bist es, Felix. Was gibt es denn? Ich habe da unten einen Fuchs gesehen. Er ist hinter Klee her. Hinter meinem Klee? Oh nein, wie schrecklich. Was mache ich nur? Ich sage es auf alle Fälle dem Herrn Graubart. Ja, tu das. Hallo, keiner zu Hause? Wieder auf der Veranda. Natürlich, da schnarcht er. Herr Graubart, ein Fuchs kommt. Was sagst du, ein Fuchs? Ja, ihr müsst bei den Spielfelden. Oh Schreck, hast du die anderen gewarnt? Ja, ja. Dann nichts wie rein. Das hier ist der Felsen, wo wir Eichhörnchen uns immer treffen. Ja, was macht ihr denn hier? Ach, hier spielen wir miteinander und dann reden wir mit allen Onkels und Tanten so über alles. Das ist aber komisch. Um die Zeit wimmelt es hier sonst von Eichkätzchen. Ich verstehe gar nicht, wo die alle sind. Hey, warum habt ihr euch denn versteckt? Kommt mal alle her. Ich habe einen Freund mitgebracht. Hallo. Huhu. Keine Antwort. Wo stecken die Muspussel? Klee, komm sofort nach Hause. Ja, da bist du ja. Komm schnell. Nein, warte, ich habe einen Freund mitgebracht. Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Wieso hat sie es denn so furchtbar eilig? Er hat mich vor dem Fuchs gerettet, du kannst doch... Eben, der schleicht nämlich unten rum. Ich möchte schon wissen, wo die vielen Eichhörnchen sind, ob der mich bemogelt hat. Da unten treibt sich ja noch ein fremdes Eichhörnchen rum. Ja, den hat Klee mitgebracht. Hoffentlich passiert ihm nichts. Der weiß sich schon zu helfen. Ich weiß nicht. Wenn du Angst um ihn hast, geh und hilf ihm. Ja. Erst schleppt er mich hierher und dann ist er weg. Oh nein, der will mich fressen. Hey, komm her, schnell. Hierher, Junge, los. Ja. Wer hast du dir gedacht?
Ich habe euch alle zusammengerufen, weil wir darüber sprechen und vielleicht auch abstimmen wollen, ob wir das fremde Eichhörnchen Puschel bei uns aufnehmen oder nicht. Also ich bin selbstverständlich... Wenn du eine Frage stellen willst oder reden willst, heb die Pfote. Ist gut. Also ich bin dagegen. Ah ja, und warum? Ich weiß es schon. Dann sag's uns. Er hat so was Komisches um den Hals hängen und sieht uns überhaupt nicht ähnlich. Meinst du das hier? Das hat mir meine Katzenmutter umgehängt, damit sie immer wusste, wo ich bin. Katze? Du hast mit einer Katze zusammengelebt? Ja, die war sehr lieb. Man stelle sich vor eine Katze. Weil er so was Glänzendes um den Hals hat, was Lärm macht, hat uns der Fuchs hier gefunden. Das haben wir davon, dass Klein mitgebracht hat. Wollt ihr etwa, dass der Fuchs jeden Tag hier vorbeikommt und uns einen Besuch abstattet? Er soll wegfliegen! Lola, du kannst ihn doch nicht aufnehmen! Ich möchte euch verfahren. Willst du wohl den Mund halten? Sprich nur, Klee. Er ist tapfer und auch sehr lieb zu mir gewesen. Und darum möchte ich, dass er hier bleibt. Ach, und dass er rote Haare hat und so komisch aussieht, stört dich wohl gar nicht, was? Aber Kind, versteh doch, wir sind ja unseres Lebens nicht mehr sicher, wenn dieses seltsame Eichhörnchen bei uns bleibt. Aber er hat doch keine Mama mehr und er ist so furchtbar alleine. Das sollte man berücksichtigen. Ich bin dagegen. Absolut dagegen. Das heißt, du bist auch meiner Meinung. Nein, das bin ich nicht. Sag mal, verstehst du eigentlich, wovon wir reden? Nein, aber ich bin sowieso dagegen. So ein Unsinn. Also ich bin wie gesagt... Dagegen. Jetzt hör mal, was ich dir sag. Dagegen. Ruhe mal! Ruhe! So kommen wir doch nicht weiter, wenn alles durcheinander schreit. Wir wollen es doch so halten, wie wir es immer gehalten haben. Wer was zu sagen hat, der hebt die Pfote. Wollt ihr wohl endlich ruhig sein und euch melden, wenn ihr reden wollt? Wie führt ihr euch denn plötzlich auf? Bevor wir darüber diskutieren, wollen wir uns doch mal anhören, was der Kleine dazu zu sagen hat. Puschel, warum möchtest du bei uns bleiben? Er ist weg. Ja, sowas. Hat keiner gemerkt, dass er verschwunden ist? Ach, die reden und mir knurrt der Magen und keiner fragt mich, ob ich Hunger habe. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal was Richtiges gegessen habe. Ob die mich aufnehmen, interessiert mich im Moment gar nicht. Ich muss erst was zu essen kriegen. Wenn ich jetzt ein Schälchen Milch hätte oder einen großen Fisch. Oh, das sind ja Fische. Ja, kommt nur her. Gleich hab ich euch. Das. Bei meiner Mama sah es immer so leicht aus. Aber ich werde schon noch lernen. Wartet nur, wartet. Ich weiß nicht, das mit den Fischen lasse ich lieber. Das schmeckt bestimmt auch gut. Habt ihr das gesehen? Der hat mich in die Nase gezwickt. Wer lacht da? Komm sofort raus! Warum lachst du mich aus? Na, weil du so komisch bist, natürlich. Wieso bin ich komisch? Na, ein Eichhörnchen, das Fische fängt, ist das vielleicht nicht komisch? Was geht dich das an, ob ich Fische fange oder nicht? Sag mal, willst du die Fische vielleicht essen? Ich habe solchen Hunger, dass ich sogar Steine essen würde. Komm, iss das hier. Aber was ist denn das? Eine Walnuss. Die schmeckt sehr gut. Fang! Dass ich Steine essen würde, ist natürlich nur Spaß gewesen. Na sowas. Ein Eichhörnchen, das keine Walnüsse kennt. Wie aufregend. Soll ich dir zeigen, wie man sie isst? Wenn du glaubst, dass du mich verkohlen kannst, hast du dich aber gewaltig geirrt. Ach, ich verstehe. Du bist misstrauisch, weil du glaubst, dass man sie nicht essen kann. Ich zeig's dir. Wie gut die schmeckt. Ganz wunderbar süß ist sie.
schade, dass es gleich alle ist. Ah, das war gut. Also dann, auf Wiedersehen. Aua! Geht ja gar nicht. Wie hat gleich nur gemacht? Sag mal, du stellst dich aber dumm an. Nuschalen kann man doch nicht essen. Man isst nur den weichen Kern. Ja. Na? Ja, ja. Schmeckt wirklich gut. Oh. Tja, wohin war das kleine Eichkätzchen so schnell entschwunden? Dabei war sie doch besonders nett zu ihm gewesen. Eigenartig. Obwohl er doch kaum etwas gegessen hatte, fühlt sich Puschel auf einmal rundherum richtig satt und glücklich. Wie mag es ihm wohl das nächste Mal ergehen? Nun, jedenfalls gilt es erstmal, viele Schrecken und Abenteuer zu überstehen. Aber nachdem Puschel sich dazu entschlossen hat, im Wald zu bleiben, muss er damit fertig werden. Und vor allem muss er eine Behausung finden. Aber leider stellt sich heraus, dass die meisten Wohnungen schon besetzt sind. Und nicht immer ist der Empfang freundlich, wie man sehen kann. Unverdrossen macht Puschel sich weiter auf die Suche. Als es dann anfängt zu regnen, wird die Wohnungsfrage langsam dringlich. Wie wär's, wenn ihr miterlebt, wie Puschel endlich eine Höhle findet?